Wir sollten weitergehen. Das stimmt. Also dann, lasst uns die Kiste wieder aufladen und losgehen. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal versuchen, die Qualität des hier gestochenen Torfes zu beurteilen. Ja, dafür ist sie da, die Probe. Bergbau. Bergbau? Hast du noch was anderes? Ja, aber gib mir eine Bergbauprobe. Plus 5. Alles klar. Sumpfkunde würde ich hier natürlich auch zählen. Ah, nee, keine Ahnung. Ja, du bist dir nicht sicher, aber vielleicht ist es auch Keryptides. Unwasser war ja jetzt zumindest in der Nähe. Oh, damit kann man, also der Torf sieht erstmal braun aus, teilweise schwarz, je nachdem wie viel Wasser noch drin ist. Zumindest ist er nicht grün oder leuchtet. Okay, ich würde mich trotzdem eher fernhalten, wenn Charakteris Unwasser in der Nähe ist, was wir ja gesehen haben. Na, auf den ersten Blick nicht, du weißt es aber nicht, du hast keine Ahnung. Ja, ich würde dem Mann nochmal 2 Silber in die Hand drücken. Dafür, dass niemand kam, während wir geschlafen haben. Nickt dir zu, gut. Sagt aber auch kein Danke. Ja, und dann lasst uns aufbrechen. So könnt ihr den beschwerlichen Weg wieder zurück auf den Pfad führen, die Stege, die euch in Richtung Süden führen. Und einen weiteren W20 bitte. Während ihr in weiter Richtung Süden geht, Iserun weiß ja vor allem um die toprische Geschichte und auch um deren nicht nur Flora, sondern auch Fauna. Du kannst wohl erkennen, wie einige Meter entfernt von dem großen Steg, würde ich sagen, 30 Schritt entfernt, kannst du einen großen Oger erkennen, der wohl von Moos bewachsen ist und der hier wohl gerade, naja, ein Bad nimmt. Du weißt es nicht, es ist zumindest ein sehr öliger Pfuhl, in dem er sich gerade wälzt und badet. Die Oger, natürlich eine Plage in Tobrien. Oh, eh. Seht ihr das? Habt ihr so einen schon mal gesehen? Gibt es sowas im Süden, Rafim? Was ist das Hässliche denn da vorne? Das ist ein Oger. Das ist eine dieser Kreaturen, die Galotta damals auf das Mittelreich gehetzt hat. Menschenfresser. Oger auf Sinneschärfe. Jetzt lass dem Oger doch seinen Sohn, der interessiert uns doch gar nicht. Lass uns natürlich. Weitergehen. Die sind eine Landplage hier. Den mache ich mir jetzt platt. Er scheint Hunger zu haben. Spurgelsen. Er nimmt sich einen riesigen Ast und stiefelt schlammig verschmiert, wie er ist, auf euch zu. Ja, kann ich einschätzen, ist es ein großer Gegner oder ein sehr großer Gegner? Ein großer Gegner. Ja, wunderbar. Wird mit einer Art die Klinge gezogen. Lass uns ihn umbringen. Jawohl. Oh. Er schreit mir hier aber zu viel rum. Soll ich ihn kurz ruhig stellen? Mach, was du willst mit dem Oger. Der hat bald eh nichts mehr zu melden. Ja, ich will jetzt nicht, dass er hier die ganze Gegend rumschreit, wenn Rafim ihm gleich den Kopf abschlägt. Ja, und dann pst ich ihn. Silenzium-Variante, ich lasse mir Zeit dafür. Wie hoch ist die MR von dem? Ich guck gerade mal nach. Magieresistenz 1. Ja, gut. Das hatte ich auch noch nicht. Hat es doch, Oger haben 1 bis 3. Nee, 8 gegen, ich glaube, was ist das, Beherrschung oder was steht dahinter? Nee, jetzt ein Umweltzauber. Nee, also wenn du ihn beherrschen willst, eine 8, aber wenn so. Du alles andere, eine 1. Ja, gut, okay. In dem Fall so. Ja. Hält er jetzt die Fresse. Ja, alles klar. Er macht trotzdem den Mund auf und kommt mit seinen grob 3 Metern auf euch zu. Und hieb nach euch, Initiative. Ich hätte mir umgeschaut, ob das vielleicht noch hinter, also mir umgeguckt, ob da irgendwelche anderen Viecher noch rumschwören hier. Ja, du bist der Meinung, nein.
Er hat eine Ini von 12, hat eine 6 gewürfelt, dementsprechend ist er bei einer 18, also doch relativ hoch. Er fängt an und würde ganz gerne einen Wuchtschlag machen. Er trifft auf die 12 mit genug Schaden. Schauen wir mal nach. Ihr könnt natürlich vorziehen, aber er würde halt angreifen. Ja, ich wen will er denn angreifen? Ja, eins, dich auf ihn. Ja, das ist in Ordnung, aber erstmal hole ich ihn. Schauen wir mal, ob er das bestätigen kann. 19, nein. Nur eine halbe Parade, aber kein doppelter Schaden. Oh, das wird wehtun. Hast du pariert? Nee, ja, warte ist, mal. Ich will, dass er neu würfelt. Achso, ein Schicksalspunkt. Och, ja. Komm, gönn mir doch mal was. Nein, das ist ein Oger. Weißt du, was der für Damage macht? Nur getroffen. Gönn mir doch mal das Schwarze unterm Fingernagel. Ja, 19. Er würde jetzt lachen, aber er kann nicht. Ich guck gerade mal, was macht denn der an Schaden? Keule, 3W6 plus 4. Aua. Kennst du doch schon den Schaden. Nur 15. 15 ins rechte Bein. Ja, er hiebt, schwingt und reißt dir dann Bein weg. Ja, das war die 18. Ich glaube, ein Initiativebrett lohnt sich nicht. Wer ist der Nächste? Also ich bin mit... Ich bin auf der 22. Du kämpfst doch sowieso nicht mit Boltax. Ich bin auch ebenfalls auf der 18. Kämpfst du mit? Dann da. Ich würde mich hinter ihn begeben. Ich brauche wahrscheinlich weiter. Ja, dann bin ich dich hinter ihn. Bist du in 3 Runden da oder so. Diese Runde. Komm schon. Ja, Blitz. Oh, komm schon. Nee, das ist unfair. Och, nee. MRS1. Der haut wirklich dolle zu. Ich will ja nicht, dass wir kaputt gehen. Sei doch mal einfallsreich. Okay, er ist geblitzt. Auf ihm. Ja, okay, ich hau ihn. In guter alter Tradition. Wandel halt um, schlag zweimal zu. Ey, ich kann zweimal zuschlagen. Ja, ich weiß. Sechser Wuchtschlag. Er kann nicht mal mehr schreien. So ein armes Würstchen. Er wollte doch nur baden und Iserun mit ihrem latenten Rassismus hier. Hallo, ich bin Torierin. Ich habe grundsätzlich was gegen Oger. Beschreib die Szene. Ja, Rafim würde immer wieder auf ihn einschlagen, versuchen seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, damit Spogelsen ihn dann endgültig beenden kann. Ach, herrlich, wenn so ein Ogerkopf fällt. Danke, Leute. Das hat mir gut getan. Mit dem Feuerschwert kannst du den Kopf abhacken und du kannst erkennen, wie dann wohl Abelmir in seinem Rücken steht und dann wohl gerade sein Schwert, sein Säbel in den Rücken gehauen hat und triumphiert und das nach oben hält. Was für ein Monstrum. Nicht wahr? Und es waren wirklich Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von denen, die über Tobrien eingefallen sind. Wie habt ihr diesen Gestank ertragen? Oh, er riecht, gar nicht. Er riecht furchtbar. Och, aber mir, das ist doch gar nicht so schlimm. Ich hab dir doch ein Duftwasser der Zwerge geschenkt. Erinnerst du dich noch dran? Ja, ich glaube, das würde helfen. Ach, ihr habt auch schon eines von ihm geschenkt bekommen. Ja, es ist das Passende zu dem, was ich euch geschenkt habe. Oh, ihr seid so aufmerksam. Ja, ich weiß doch, was den einzelnen Freunden dann über ein besonderes Hochgefühl bereitet. Wie nanntet ihr es? Grumpfwasser oder so ähnlich? Ja, genau. Nun, Sulamin hat den Stollen Nummer 5 bekommen und ihr habt Duft des großen, weiten Stollens bekommen. Ha. Währenddessen kann Rafim wohl erkennen, der mit seinen Jagdinstinkten sich nochmal nach links und rechts umblickt, ob weitere Oger annahen. Du kannst aber erkennen, wie wohl eine weitere Person im Sumpf steht, ein Torfstecher, der das Ganze wohl beobachtet hat. Und euch zunickt. Freundlich. Ja, Spogelsen. Da hinten steht einer eurer Landsmänner. Ah ja, na, das war wohl eine richtige Plage hier, der Oger. Gute Arbeit. Ah, danke, danke. Die Viecher muss man ja... Ne? Ja. Sind hier noch mehr von denen oder war das der einzige? Viele. Ach herrje, hier muss man auch wirklich aufräumen. Ich komme später nochmal wieder. Machen wir seit 30 Jahren. Seit Kalotta. Sind wir nur am Aufräumen. Aber der ist wohl mittlerweile tot. Der ist töter als tot. Der kommt nicht mehr wieder. Und wo kommt ihr? Aus dem Norden. Im Norden? Festung? Nee, nicht ganz so weit im Norden.
Balusa. Ja, so ungefähr. Ja, wie sieht's da aus? Sorgenfähig. Ja, hält sich, ne? Grenze zum Bornland. Du siehst aus wie ein anderen Fahne. Ja, da habt ihr recht. Und schön bin ich auch noch. Ja. Gut. Aber in Medina sollen ja auch noch mal welche von uns sein. Ich freue mich schon. Ein paar, ja, ja, gute Männer. Und Frauen. Ja, ja. Krieg mal was für einen toten Oger. Ja, Kopf. Kopf mitnehmen und dann kriegt ihr da was für. Ihr kriegt ja mit denen dafür immer für alles was. Ich schlage vor, unser guter Kurtan trägt den Kopf. Ich fasse dieses Ding doch nicht an. Er kommt auf seltsam Holz. Sieht so aus wie Schuhe, so ein Holzgeflecht, was er sich drunter gebunden hat und muss dann dementsprechend nicht in den Sumpf reintreten und versinkt dann, sondern kann eben auf der Oberfläche laufen. Kommt auf euch zu und gibt euch eine schmierige, sumpfige Hand. Ich bin Freko. Freko Kuttelsieder. Ja, ich bin Kasim, das ist der Rest. Ja, Moment. Freut uns, dass wir helfen konnten. Aus Valusa, ja? Das weiß, ja? Weißt du, Obrin? Ja. Mhm, Firon ist mit uns. Dann die Götter mit euch und Firon, guter Mann. Und mit euch. Und Bereine und Trovia. Trifft man nicht viele von euch. Zumindest nicht hier so draußen. Ja, ihr wisst ja, dass Gold ruft. Gold ruft. Mhm. Sagt mal, wenn wir hier diesen Kopf verscharren wollen, brauchen wir doch sicher irgendwie so einen Totengräber oder sowas. Totengräber? Kennt ihr da eine? Ja, also wir haben hier einen. Aber der folgt auch nicht dem Pulina. Das ist so ein Alan Fahne. Ich glaube, der ist Just. Das soll uns nicht stören. Ja, warum wollt ihr denn den Ogerkopf vergraben? Das macht ja gar keinen Sinn. Gebt den noch in Mendena ab. Oder gebt Unglück. Bringt Unglück. Bringt Unglück. Wenn man den nicht vergräbt. Ja, nee. Ja, nachher kommt da noch so ein Nekromant und will was damit machen. Ach, die gibt's hier nicht. Die sind alle weiter in Wahrung. Ja, aber wie ist es das? Aber da könnt ihr jetzt aktuell auch nicht hin. Da ist Krieg. Ach. Ja, doch. Und wo finden wir denn diesen Just? Aber ihr wollt doch jetzt wirklich nicht diesen Körper vergraben, oder was? Das ist ja Unsinn. Lass ihn einfach liegen. Der Sumpf wird sich holen. Nehmt einfach den Kopf mit, dann kann auch kein Nekromant dran. Wie gesagt, die sind alle in Wahrung. Ah, Just ist in die Richtung, ist auch einer von den Torfstechern. Und Topengräber. Aber gestorben wird immer, deswegen wird auch immer die Löcher, die wir ausheben, die kann man auch gleich benutzen, um da Leute zu vergraben. Wie praktisch. In der Tat. Besten Dank. Denkt man zwei Nachtwinde mit einer Klappe. Ja, was ihr sagt. Aber in die Richtung. Habt ihr Schuhe? Habt ihr nicht, ne? So wie ihr aussieht. Mensch, eure Kleidung ist ja echt ekelhaft, ne? Und ihr stinkt ja auch so ein bisschen. Gerade hier. Ja, mittlerweile wohl. Er deutet auf die Reihergeweihte, auf Iseron und auf Abelmir. Auf all diejenigen, die halt da so ein kleines Empfinden für haben. Ja, die Umstände. Tja. Nun, ihr könnt diesen Oger dann behalten, also wir brauchen ihn nicht. Ja gut, also wenn ihr nach Medina wollt, die Richtung, einfach in Richtung Süden. Das wird zwar ein bisschen lang dauern, weil ihr nicht querfeld eingehen könnt. Da kommt dann noch Hugesweihe und Borowein und dann erst Medina. Sag, guter Mann, könntet ihr den Führer für uns spielen durch diese Sümpfe? Ihr kennt euch doch hervorragend aus hier, nicht wahr? Oh, sicherlich, aber da kann ich keinen Torf stechen. Nun, das wird mir ja einen Arbeitstag kosten. Ihr sollt ja nicht das nicht umsonst machen, natürlich. Ah, Mensch. Ja. Wenn was ihr Geld verdienen wollt mit dem Kopf, dann die Hälfte vom Kopf. Ihr könnt den ganzen Kopf haben, meinetwegen. Boah, dann nehme ich den ganzen Kopf. Abgemacht. Ihr seid viel, aber kein Verhandlungsgenie, wenn ich das nochmal sagen darf. Wieso ja, nicht? Dann. Doch ihr gehen. Schon. Er ist blöd wie ein Meterfeldweg. Ja, meine ich auch. Ja. Und riechen tut er. Das riecht ja, aber das tut er immer. Also. Ja, dann kommt mal mit. Ich werde euch unterwegs noch ein paar Schnürschuhe basteln. Oh, das ist für so ein Bärchen ist das natürlich ganz unangenehm, ne? Da brauchen wir ein bisschen länger, aber
Ich glaube, das macht sich ganz gut. Dann setzen wir uns eine Stunde hin, ich vielleicht euch ein paar Schüchchen, auch für den Bärchen, und dann gehen wir querfeld runter. Wenn ihr sowieso einen Mendener wollt, dann müssen wir nicht an Hugesweier und an Boromain vorbei. Ja, das klingt doch sehr kurzweilig. Ja, Tamantau, los geht's. Ja, so könnt ihr euch von dem Oger entfernen, und nach grob einer halben Stunde wird er sich auf einen der Äste hier setzen, einen der umgestürzten Bäume, die hier liegen, und sich dann erstmal hinsetzen, paar Ästchen zusammensuchen und dann anfangen, Schuhe zu knüpfen. Könnt ihr den Chiffon? Bitte was? Chiffon. Mit Filhun und so, Filhun. Ich? Wen nein. Aus der Loser kommt, aus den Bergen. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob ihr das schafft. Ist wie Skifahren. Ja. Skifahren. Ein gutes Talent. Skifahren. Ja, also, ich bin so allein Fahner. So was machen wir nicht. So wird er dann erstmal irgendwie Klönschnack mit euch halten und euch über die Dinge hier im Sumpf berichten. Während er dann grob eine Stunde dann Schuhe baut, die ihr euch dann nach und nach anzieht, und dann könnt ihr euch direkt in Richtung Süden begeben. Und dann eben Borowein und die anderen Ortschaften hinter euch lassen, beziehungsweise gar nicht es ansteuern. So geht es von irgendwo hinter Hagensmoor direkt in Richtung Süden auf Mendener zu, direkt entlang an der Küste. Wollt ihr euch derweil unterhalten? Mit ihm, miteinander. Danke für die Schuhe, damit geht es wirklich leichter. Und danke für den Ogerkopf. Wie ist denn die Lage in letzter Zeit? Man hört ja, dass hier immer mehr Schiffe aus Maraskan anlanden, aber wahrscheinlich eher südlich von hier, oder? Maraskan? Ich glaube, das war so ein anderer Hebtorch. Helmorfax heißt der. Kennt ihr den? Der war das. Der ist so ein Kriegsfürst. Der war früher mal Mittelreicher. Und dann ist er in Maraskan gezogen und kam als Böser wieder zurück. Und er war schon mal hier und hat Tobrien erobert. Und dann ist er wieder gegangen nach Maraskan und jetzt ist er wieder hier. Ich glaube, das liegt daran, dass es auf Maraskan so viele Echsen gibt. Das weiß ich nicht, ich war nicht da. Da habe ich gehört. Man soll nicht schlecht reden, wenn man nicht weiß, wie es da aussieht. Ja, ich vermute ja auch nur. In Ilsu war ich und in Mendena war ich, aber ich kann nicht mehr über Valusa schlecht reden. Oh, erzählt mal, wie es in Mendena denn so ist. Ja, man alles teurer geworden, ne? Aber man lässt sich nicht unterkriegen, dann nimmt einfach jeder Geld. So einfach ist das. Man muss seine Steuern bezahlen, dann wird alles gut. Ich habe gehört, in Warung ist schlimmer, aber man soll ja nicht schlechter reden. In Warung war es wirklich schlimmer. Da kommt ihr auch her? Seid ihr Nekromanten? Wir waren mal durchgereist. Deswegen wollt ihr den Ogerkopf haben, weil ihr die Nekromanten seid. Eher nicht. Eher nicht, aber du hast eine Robe. Mhm. Er guckt so ein bisschen in dir rum und erkennt auch die Magiersiegel. Du bist ein Nekromant. Eher nicht. Aber hättest er ist einer. Dann den toten Oger überlassen? Er deutet auf Abelmir. Du bist ein Nekromant. Ich bin auch kein Nekromant. Du hast eine schwarze Robe an. Da hat er nicht ganz Unrecht. Aber man soll ja nicht schlecht reden, wenn man die Leute nicht kennt. Man sollte am besten gar nicht reden, wenn man die Leute nicht kennt. Ja, dann bin ich ruhig. Aber ich habe mich ja schon vorgestellt. Ich bin der Fleko Kuttelsieder. Jetzt kennt ihr mich. Nun, ihr wollt uns etwas erzählen über Ilsur, Mendena. Ja, Ilsur sieht schlechter aus als in Mendena. Mendena ist halt von Xeran jetzt. Der hat da sein goldenes Haus gebaut und die Leute bezahlen Steuern und alles ist teurer. Und ich weiß gar nicht, wie wir den ganzen Torf da alles rüberbekommen soll, dass wir uns irgendwie ernähren können. Bei uns gibt es alles nur Kraut und Rüben. Mehr haben wir hier nicht. Wir konnten uns früher noch die ganzen Sachen leisten, aber mittlerweile geht das nicht mehr. Müssen wir das alles selber anbauen. Aber in Ilsur ist ja noch schlimmer geworden. Die Ilsur ist ja halb und halb. Halb und halb gesellt sich gern, habe ich immer früher gesagt. Aber mittlerweile, nee. Was meint ihr mit halb und halb? Gibt ja so eine Insel im Norden und die ist von den Borbrat-Leuten. Und dann gibt es noch die Insel, die im... nach Raya raus ist und also in Richtung Osten, und das ist die von den Guten, aber die kommen da nicht ans Festland. Ja, und so ist halb und halb, ne? Über die Brücken, da wird gehalten, und da sind die Stadtmauern, halb und halb.
Die sind doch berühmt für diese Heilquellen. Ilzu? Wo sind die denn? Die sind auf der Insel, junge Frau. Ah. Ja, da gibt es einen Paraine-Tempel und einen Park der Ruhe und Termonitenhospital. Da habe ich eine Schwägerin, die ist im Termonitenhospital. Aber da dürft ihr nicht weiter sagen. Ja, das kümmert uns doch auch nicht. Boah, wollte nur sagen, ne? Nicht, dass es heißt, der Kuddelsieder hat erzählt, seine Schwägerin ist bei den Termoniten. Nee, dann kriege ich da wieder alles was zu hören. Ja, keine Sorge, wir erzählen nichts. Gut. Ja, also wie gesagt, halb und halb. Im Norden und im Westen dann die Betanier und auf der Insel dann die Leute mit Praios und Buklipstein und so. Der Vertempel. Die Guten gegen die Bösen. Ja, und seitdem wird das so gehalten. Eine schwierige Situation, aber man muss es ihnen hoch anrechnen, dass sie so lange ausgehalten haben. Ja, die restlichen Tobrier haben die echt im Stich gelassen, ne? Seit 10 Jahren geht das so. Ja, sind ja auch viele übergelaufen. Ja, ein paar, ne? Aber nicht alle. Gerade hier in der Region nicht. Just sagt immer, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Predigt dann immer von den Göttern. Von Bodron. Da hat er recht. Aber mit den Puninern will er nichts zu tun haben, ne? Er folgt dem Alan Fanaritos. Das sind aufrechte Gesellen, wackere Kerlchen. Und wenn wir was verkaufen von unserem Torf, dann geht das alles an die Alanfane in der Gasse. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Vor allem die Pascal Florius. Gute Frau. Ja, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Gut. Hat sie denn ihre Hände in vielen Geschäften, diese Pascal Florius? In allen. Du, das ist eine geschmitzte Frau, du. Die handelt mit alles und mit jedem. Das ist die Vorsteherin von dem alanfanischen Kontor. Ich habe gehört, dass sie direkt von den Patriarchen hierher gekommen ist. So. Direkt als Oberbefehlshaberin. Heiliger ja. Maulwurf. Wenn wir was verkaufen wollen in der Stadt, mit welchen Steuern müssen wir denn rechnen? Mit allen Steuern. Alle wollen sowas haben. Heiliger Maulwurf. Aber wir wollen uns ja nicht hinters Licht führen lassen. Also welche Steuern muss man denn bezahlen und wem kann man sagen? Ja, alle. Aber das wird dann direkt aufgeschlagen, ne? Also keine Sorge. Egal, mit wem ihr redet, die werden euch den Preis nennen. Auch wenn ihr da seid, ne? Ihr seid jetzt aufrechte, wackere Kerlchen und Frauchen. Damit ihr nicht auffallt. Einfach immer einen Preis verlangen. Immer eine Silbermünze haben wollen. Oder einen halben Kupferling. Dann fallt ihr nicht auf. Das ist ein guter Rat. Das klingt wirklich vernünftig. Nichts ist umsonst. Ja, aber müsst aufpassen. Ne? Ich sehe es hier und da und toter Ogre hier. Mit Waffen kommt ihr da nicht rein. Ne? Zumindest nicht an der Tür. Die wollen keine Waffen haben. Gibt es denn eine Hintertür? Ja, du, es ist eine Stadt, da kommt man immer irgendwie rein, aber ich glaube, der Totengräber, der Just, der kennt da sicherlich den einen oder anderen Weg, aber ich selber keine Ahnung. Na gut, dann werden wir Just befragen. Aber ihr seid ja keine Krieger, keine Widerständler, ihr seid ja aufrechte Händler und deswegen braucht ihr keine Waffen. In Medina seid ihr sicher, da passiert euch nichts. Könnt ihr einfach abgeben, kriegt ihr dann wieder. Aber was ist mit unserem Alanfana hier? Ich meine, wenn der sich jetzt als Wächter bewerben will, dann braucht er ja eine Waffe, oder? Ja, die wird er sicherlich bei den Alanfana kriegen. Ich weiß es nicht, aber mit Waffen kommt er nicht am Tor vorbei. Ja, gut. Und die Wachen sind im Gegensatz, also zumindest die Wachen an der Stadt, an den Toren, die sind nicht bestechlich. Du. Alle anderen ja, die nicht. Das könnte knicken. Heiliger Maulwurf. Ja, aber ich gebe meine Waffe sehr ungern ab. Ja, dann naja. Mir egal. Reden wir doch erst einmal mit diesem Totengräber. Vielleicht hat der eine gute Idee. Da wollte ich jetzt auch noch vorbei. Ja. Wissen wir ja. Ja, dann gib mir aber nochmal 2 Silber, Freunde. Dann machen wir einen kleinen Umweg. Der ist in der Nähe von Borowein.
Aber das kriegen wir hin, ihr habt ja gute Schuhe. Die besten. Die besten. Ja, ich gebe ihm 2 Silber. Heiliger Maulwurf,